Bahnenfrei im Freibad in Schlitz im Vogelsbergkreis. Sie ist die erste seit einem Jahr. Herzlich willkommen heißen und viele, viele Stunden in unserem Freibad für Sie genießen können. Dankeschön. Ja. Die Sehnsucht war groß. Einfach nur herrlich. Mit Sehnsucht drauf gewartet. Das ist wie Ostern, Weihnachten auf einen Tag. Es wurde auch allerhöchste Eisenbahn. Ich bin mega froh, dass jetzt hier offen ist. Ich komme aus Fulda, also ich fahre auch ein Stück, aber ich nehme das gerne in Kauf. Ich bin immer hier. Ein Jahr lang hatte das Schwimmbad zu. Seit März wurde die Öffnung vorbereitet. Aber kommen jetzt auch die Leute? Die werden das auf jeden Fall sehr gut annehmen, die Badegäste. Denn wir hatten ja ein Jahr zu. Und wir haben schon sehr viele Anfragen. Auf jeden Fall, die kommen, weil die Leute heiß sind auf uns. Zum Glück kann man sich jetzt im Wasser abkühlen. Noch ist der Ansturm nicht riesig. Rund 300 Badegäste in zwei Zeitfenstern waren heute da. Rechnet sich das? Der Aufwand lohnt sich monetär natürlich nie beim Freibad. Freibad ist immer ein Zuschussbetrieb. Aber als Stadtverwaltung sind wir natürlich irgendwo in der Pflicht, unseren Bürgern attraktive Freizeitangebote anbieten zu können. Nicht nur den Bürgern aus Schlitz. Dieses Paar aus Hamburg war auch zufällig da. Haben uns eben schnell angemeldet, dann gebucht und dann diesen Code bekommen. Die Dame scannt das ein und fertig. Ganz einfach, ganz toll. Jeder soll herkommen. Kommt ins Schwimmbad. Zum Beispiel auch in das nach Eschborn bei Frankfurt. Nach Schulschluss ist hier richtig was los. Vor allem für die Kinder ist das eine lang ersehnte Abwechslung. Ja, die ganzen Freizeiteinrichtungen sind ja alle zu gewesen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass es jetzt wieder offen ist. Ja, spring! 100 Leute dürfen ins Wasser, 200 aufs Gelände, für je 3 Stunden. Vergleichsweise wenig, aber es geht ums Gefühl. Auch die Gäste geben uns ein positives Feedback, haben uns vermisst, wir haben uns alle gegenseitig vermisst. Schön einfach. Alle hoffen auf ungetrübten Badespaß ohne lange Pause. Ja, schön. Ja, und einer, der auch das schöne Wetter nutzt, ist mein Kollege Andreas Hieke. Der ist für uns jetzt live im Seedammbad in Bad Homburg. Und das hat jetzt sogar noch geöffnet. Andreas, wie sieht's denn bei euch aus? Was ist denn da noch los? Ja, hier ist richtig großer Andrang. Das Becken ist jetzt so voll, wie es den ganzen Tag nicht war. Wir sind etwa 50, 60 Leute im Becken. 120 Menschen dürfen gleichzeitig hier im Bad sein. Das verteilt sich sehr gut. Wir können mal gucken. Wir hatten die Drohne heute Nachmittag schon mal aufsteigen lassen. Es gibt 2 Becken, ein 50-Meter-Becken und ein 25-Meter-Becken, sodass der Abstand immer gewahrt ist. Also 20 Leute dürfen maximal hier auf einer Bahn sein, sodass man genug Abstand hat. Und was absolut vorbildlich ist hier beim Seedammbad in Bad Homburg, bis 21 Uhr ist offen. Es gab Kollegen, die haben gefragt, ist denn da überhaupt noch was los? Lohnt sich das? Da habe ich gesagt, na klar, viele arbeiten doch bis 8. Ja? Und viele Bäder machen leider schon um 19 und 20 Uhr zu. Hier sehr vorbildlich, dass man auch als Berufstätiger noch ins Wasser kann. Und im Moment trainiert hier zum Beispiel der Bad Homburger Schwimmclub. Und eine der Trainerinnen, die mitschwimmt, ist Cordula Ruh, Frau Ruh. Wie ist es nach so langer Zeit? Endlich wieder im Wasser. Endlich wieder im Wasser. Das freut uns alle sehr, weil wir das doch schon sehr vermisst haben. Irgendwas fehlt in unserem Leben. Ich habe ja gedacht, das ist jetzt hier so, Sie sind alle zwischen 30 und 60 hier auf der Bahn. Ja, das ist Rentnerschwimmen. Nein, nein, so beim Schwimmen ist man schon ab 20 Rentner, muss man dazu sagen. Ja. Aber das ist eine todernste Sache hier. Sie machen alle noch Wettkämpfe. Todernst nicht. Todernst nicht. Es macht schon Spaß. Sonst würden wir es nicht machen, nach der Arbeit noch uns quälen. Aber wir brauchen das. Sie machen selbst Triathlon? Nee. Einige. Nur schwimmen. Ja. Einige machen Triathlon. Und das heißt, da muss jetzt auch mal wieder trainiert werden. Genau. Sie haben die Hoffnung, dass es auch wieder Wettkämpfe gibt. Hoffentlich. Da drücken wir in die Daumen. Gehen Sie wieder ins Wasser. Machen Sie sich fit. Viel Erfolg. Dankeschön. So, wir gucken noch mal auf die Hygienemaßnahmen. Hier wird über den Tag hinweg immer mal eine Pause gemacht. Dann ist das ganze Schwimmbad leer für eine halbe Stunde. Das sind 4 Slots am Tag und dann am Ende des Tages noch mal, wo alles sauber gemacht wird. Also die Handläufe sogar am Becken, die Umkleidekabinen, die Türgriffe. Und das ist natürlich ein ganz schöner Aufwand. Und wir haben die Leiterin Karin Lotze des Seedammbads. Frau Lotze, wie ist das für Sie mit diesen ganzen Maßnahmen jetzt? Naja, zunächst freuen wir uns erstmal, dass wir wieder geöffnet haben und alle Menschen hier glücklich machen können. Die Hygienemaßnahmen sind natürlich schon mehr als vor Corona.
Aber wir kriegen das hin, also das ist für uns machbar. Ja. Habe ich denn eine Chance, noch Tickets zu bekommen? Ja, jetzt zum Wochenende sind noch Plätze frei. Aber es wird jetzt bestimmt, nach unserem Bericht hier in der Hessenschau, wird es schwierig werden. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, Frau Lotze. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Alles und klar. Ich starte jetzt in die Saison. Ja, dann so. Rein damit. Also, hier die Technik noch weg und los geht's. Dankeschön. Ja.